Rage? Rage? Alter, war eng. Ja, okay. Hey, Leute, immer... Ah, was ist mit meinem Mikro? Oh, sagt mir das doch. Oh, mein Mikro hängt mir schon am Penis. Und ich merke das gar nicht. Ich quatsch und quatsch und quatsch. Hallo, hier ist der Gruso und er spricht wieder ganz, ganz schnell. Wir haben heute Montag. Yeah, Montag. Und wir haben CW. Wir könnten ziemlich dekadenterweise natürlich auch einfach mal sagen, ey, wir brauchen ja gar nicht mehr angreifen. Aber kommt ganz ehrlich, das wäre auch ein bisschen fail. Ich möchte euch gerne mal die Angriffe präsentieren. Ich muss dazu sagen, ich selber habe noch gar nicht angegriffen. Liegt wohl daran, weil wir in Führung sind. Also beziehungsweise wir sind in Führung, weil ich noch nicht angegriffen habe. So, deswegen führen wir so krass. Gucken wir mal. Hier ist wirklich, muss ich echt sagen, da hat sich das Base-Layout wirklich mal gelohnt. Aber muss ich auch ehrlich sagen, da hat der Gegner beziehungsweise der Angreifer natürlich echt megamäßig Scheiße gebaut. Ja, kann man sagen, Scheiße gebaut. Ja. Also der hat es halt ja nicht so krass genutzt und meine Aufstellung in dem Fall hat sich dann gelohnt. Also, nur noch mal kurz zum Erklären. Eigentlich ist das so gedacht. Hier haben wir die CB und die CB wird gerne gelockt im CW. Das kennt ihr bestimmt alle. So, klar, denkt man sich natürlich, ah, cool, easy peasy, droppe ich hier mal so ein paar Dinger, ist ja auch schnell in der Range von einer CB, also wenn ich hier irgendwo was droppe, müsste das um und bei passen, kommt dann irgendwas raus. Zum Beispiel ein Schweinchen haue ich mal raus, dann habe ich auf jeden Fall die CB gelockt. So, ja, dann habe ich aber hier wiederum noch schöne Tesla, weil man ja dann meistens sagt, okay, komm, ich will das Zeug hier hinlocken und so weiter und so fort. Und dann kommt eben Tesla und hier habe ich dann noch die zwei Bömpchen und dann ist das eigentlich eine ziemlich chillige Sache, dass man da am Anfang schon mal richtig aufs Maul bekommt. Und das geht auch. Also die CB, die Base ist im CW gar nicht so verkehrt. Und hier sehen wir es gleich, dass das echt geil war, aber so, wie ich es gar nicht gedacht hatte. Aber ja, lief halt Fail für den Gegner. Gucken wir. Er denkt sich, ach komm, ich habe erstmal meine CB rausgehauen. Da hatte er, kleinen Moment, das ist noch der... Nee, das ist schon der Fünfer Drache. Ja, das ist schon der Fiver Dragon. Und denkt auch, oh ja, hier, er kann's. Aber klar, meine Loons kann da natürlich nichts machen. Die können halt nur gegen die Bogies gehen. Und das klappt aber ziemlich gut. Und jetzt kommt er gleich mit seiner Queen. So. Und jetzt guckt bitte hin. Sie wird nicht geraged, das hat er einfach verpennt. Und das ist natürlich klar, da fehlen dir schon mal Prozente, weil du weißt, ihr wisst selber, was kann man mit der geragten Queen alles reißen. Einiges. Jetzt, dieses Bild fängt alles ein. Ihr wisst es selber, der Golem steckt megamäßig ein. Austeilen ist er eher eine kleine Pussy. Wisst ihr alle. So, perfekt, denn... Die Magier beschäftigen sich hiermit, klar, da können sie auch richtig Damage machen und so, klar. Aber hier kann der Golem nichts und er wird immerhin von vier Seiten ja angegriffen. Drei davon sind sogar Einzelschaden, also die hauen schon gut raus. Ja, und guckt mal, wie krass der Golem verliert. Ich meine, es ist ein Level 4 Golem, ja. So, und erst als der King halt wirklich mit reinballert, sagt er sich dann, gut, okay, komm, der Boogieturm, ach nö, ich will nicht mehr. Mega geile Nummer. Dann auch hier, ein Jump gesetzt ist ja nicht weiter wild. Der hält ja auch von der Zeit her eine Weile. Bloß, was will ich denn reinspringen lassen, wenn ich nur eine Einheit habe? Glück gehabt für ihn, dass der Golem sogar noch rein ist. Und dann eben dieses Standardprozedere. Wir haben ein paar Schweinchen, wir haben ein paar Heilzauber, kennt ihr alle. Brauche ich, glaube ich, nicht wirklich groß erklären. Hier habe ich noch schön eine Riesenbombe, die ihm auch gut was zusetzt. Aber da er im Heil ist, ist das an ihm mehr oder weniger fast vorbeigegangen. So, aber meine Helden regeln, weil die sind einfach mal beide immerhin schon auf 20 und die wissen, was zu tun ist. Und wenn man die nicht ausschaltet, dann geht das mal richtig schön auf den Sack. So,
klar, jetzt Rage da sein King, ist er natürlich dann extrem über meinem alleine schon, weil er die Barbaren ranholt. Klar, braucht man jetzt nichts vormachen. Aber ich habe wieder Zeit geschunden. So, jetzt sehen wir wieder. Er geht nicht gegen eine Achtermauer, er geht gegen eine Zehnermauer. Läuft halt bei mir. Wieder Zeit geschunden. So, und dann merken wir aber gleich, dass wir... Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo es war. Fakt ist auf einmal, doch hier genau, der Altar waren dann die 50%. Und dann hat er irgendwie noch 2% geholt. Und das war es dann hier. Gold, genau, Goldlager kriegt er dann gesnackt. Und ich glaube, das war es dann schon fast. Also das lief ziemlich soft für mich. Also das war nicht das große Ding. Und da ging alles perfekt. Also das passt. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Any US, oh, da ärgert sich leider einer. Ich bin echt am Überlegen, ob ich halt wirklich nochmal mit dieser Taktik einfach sage, komm, ich mache jetzt nochmal kurz im CW hier ein bisschen was klar. Ich meine, die Sache ist halt die, ich würde grundsätzlich eh gerne nochmal boosten, weil ich den King nicht mehr so lange am Schlafen habe und ich würde ihn, obwohl ich jetzt ihn momentan auf 21 bringe, kostet ja auch schon ein bisschen was. Und dann würde ich ihn aber gleich auf 22 gerne nochmal anschubsen und es klappt immer noch. Also wirklich ein stetiger Prozess, das ist so geil. Ich habe das Foto heute, glaube ich, auf Insta gepostet. Hier, also da hatte ich, glaube ich, irgendwie... Die hatte ich gepostet. Genau, weil ich es dann nochmal mit den 4 Earthquake probiert habe. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man die sich in der Hinterhand behält und wirklich die Mauerbrecher laufen wie die letzten Hunde und gar nichts läuft. Außer die Mauerbrecher wie die letzten Hunde. Hahaha. Dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, nochmal 4 Earthquake Spells dabei zu haben. Dann läuft das ziemlich gut. So. Und jetzt... Ja, kommt, Leute. Kommt. Ist Blödsinn jetzt zu heilen, zu drücken? Kommt hier. Ich hau raus. Und dann würde ich sagen... Kommt, Leute. Kommt. Die dunkle brauche ich nicht upgraden. Das ist Quark. Ja, genau. Jetzt warten wir kurz, bis die Queen da ist. Und dann müsste ich schauen... Ich habe einiges an Mauerbrechern, ihr seht selber. Habe ich genug Heiler? Ja, das sollte passen. Es ist halt immer noch was anderes, ob ich jetzt sage, gut, okay, ich mache hier einen CW-Angriff. Wieso ist hier... I don't have too much oder that much Elixir. Dann machen wir das natürlich anders. Kleiner Moment. Der Guso ist gleich am Start. Zack. Und dann machen wir... Ah, scheiße. Forget it. Zack. Ja, jetzt müsste es klappen. Nein! Ah, wartet. Ist die jetzt leer? Nein, die ist noch nicht leer. Okay. Ah, bis ich will einfach... Dann hätte ich nämlich gleich die Heiler... Heiler, 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 Heiler. Ich scheißegal, Mann, Jungs. Zack, egal. Wen interessiert? So, jetzt kann ich da. Jetzt hau ich da noch. Ich will nicht mit den Gems zu sehr rumhauen, aber ja, für den Angriff brauche ich natürlich logischerweise dann den zweiten Rage-Spell. Das ist ganz klar. Frage, die, ganz ehrlich, ich brauche jetzt nicht probieren, ich habe meinen King ja noch nicht. Klar, ich könnte jetzt auch warten, aber ganz ehrlich, wir sind am Gewinnen, das sollte eine ganz softe Kiste werden. Ich würde jetzt gerne noch ein, habe es, ich meine, 3-Star selber ist jetzt auch nicht so ganz easy, nur mit der Queen. Ich meine, ich könnte halt hier reingehen, wa? Ich könnte halt hier reingehen und dann mir easy den Rest snacken. Aber was heißt easy? Ich meine, so easy ist das auch alles gar nicht. Von der Zeit her. Weil time is watching you. Das ist halt das Problem. Oh. Also ein 100er kriege ich
So blöd, wie es sich anhört, kriege ich aber damit nicht hin. Ich meine, klar, ich könnte Go Wipe machen, aber da fehlt halt auch der King. Das ist halt nicht so toll. Ming hat den nur getoostert? Okay. Na, was heißt nur? Man weiß nie. Mal läuft's halt richtig cake. Ja, okay, da hat er dann aber auch chillig gemacht. Sind wir mal ehrlich. Da hat er schön einen auf Farming gemacht. Schön mit Barge. Das ist, weil sonst hätte mich das schon extremst gewundert. Und halt auch ohne King, wo man normalerweise sagen würde, was ist denn mit dir kaputt? Aber wie gesagt, sieht bei mir halt genauso aus. Und man muss einfach mal wirklich sagen, wir sind ja nun Level 5 und das ist schon ziemlich geil auf jeden Fall. Und wenn man halt dasteht und den Faden verloren hat, wenn man halt dasteht und dann trotzdem einfach einen Angriff macht und einfach nochmal ein paar EPs bekommt, ist das auch nicht so verkehrt. Ja, muss man jetzt auch mal sagen. Aber ich gucke gerade mal, ob ich vielleicht nicht doch den. Luftabwehr kriege ich weggeballert. Das ist gar kein Thema. Also, ich komme in die Base rein. Aber dann bräuchte ich die Mauerbrecher nicht. Dann bräuchte ich die Mauerbrecher eigentlich nicht. Weil die Mauerbrecher sind halt logischerweise so eine. Ah, soll ich das nochmal umschmeißen? Aber das kostet so viel Kohle. Ah, ich bin gerade echt so ein bisschen unschlüssig. Wenn ich jetzt die Mauerbrecher hier. Wie viele Mauerbrecher habe ich? 17 fucking Mauerbrecher. Nein, wisst ihr was? Wisst ihr was? Oh, ich warte doch noch. Ihr kriegt einen normalen Angriff. Ihr kriegt einen normalen Angriff. Und dann warte ich vielleicht wirklich noch und wandle das noch in guten Three-Star um. Das kommt mir, glaube ich, ein bisschen mehr gelegen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Zeit rennt uns nicht weg. Zack. Ja, genau. Nanu, komm. Haha, ah, okay, pusten sie doch weg, aber egal. In zwei Richtungen können sie nicht pusten. Klar, der eine kann jetzt pusten, aber der andere dann da nicht. Auch eine ziemlich nice Nummer hier. Ja, so ist es. Hier jetzt lenke ich die schon mal so ein bisschen ab. Und klar, man muss halt gucken, was macht die Queen gerade? Ist die hier übelst am Abgehen oder nicht? Zehner King, weiß ich selber, kein Thema. Na, Clan-Truppen? Nee, ich denke, mit den Clan-Truppen, da brauche ich nichts machen. Ich muss jetzt aber langsam mal die Mauerbrecher hier reinschicken. Und da sind sie. Herzlich willkommen. Wir sind in der Base. Jetzt muss ich die Queen davon nur noch überzeugen, dass sie ja doch eher da reingehen könnte. Wäre eine coole Nummer. Na, ich behalte mir das Ragen mal vor. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube langsam, genau, ich glaube langsam, ich sollte da. Ja, scheiße, das ist natürlich. Damit habe ich ganz ehrlich nicht gerechnet. Ich hätte mit anderen Clan-Truppen gerechnet. Sorry dafür. Das ist natürlich Kacke. Jetzt muss ich nämlich noch gucken, wie ich hier am besten hier in die Base reinkomme. Und ich habe ja nur da schon vorgesorgt. Und dann stehst du da und darfst dich nochmal reinfressen. Und das wird dann schon ziemlich hart hier in die Richtung rein. Ah, ich hatte die zwei Magier noch. Oh, ich könnte mich so ein bisschen. Das ist ein bisschen fail, klar. Jetzt merke ich, die wird mir hier so ein bisschen. Bisschen ängstlich. Beziehungsweise ich werde natürlich dann auch ein bisschen ängstlich. Bevor die hier. Ah, was soll's? Egal, kommt hier. Hau ich weg. Ich will wirklich noch das Dunkle kassieren. Um jeden Preis. Denn der Preis ist heiß. Oh. Ich hau die beiden Heiler noch rauf. Klar, man könnte jetzt sagen, oh, hier, das ist ganz schön viel. Aber muss sein, weil wir haben hier noch 2K Dunkles zu stehen und es.
ist keine Mauer mehr dazwischen. Wäre natürlich jetzt echt böse, wenn sie jetzt umdreht. Oh, sehr geil. Ja, es ist meine Queen. Es ist meine Queen und ich habe noch 30 Sekunden und es läuft. Das sollte also ganz chillig ablaufen. Ja, cooles Ding. Dann lohnt sich sowas auch. Zieht sie sich alles, das ist ganz cool. Der X-Bow dürfte noch draufgehen. Und dann war's das. Oh, ich habe noch 500 Dunkles noch. Ziemlich viel in dem Bohrer. Schade, aber der X-Bow geht noch down. Komm. Ah, schade. Ärgerlich. Aber vollkommen in Ordnung. 2K D-Alex ist in Ordnung. So, jetzt klar, haben wir natürlich die Todsünde begangen. Wir konnten natürlich vorher nicht vorproduzieren, sage ich mal. Jetzt geht natürlich alles wieder für die Heiler drauf, weiß ich. Aber wir haben ja noch ein paar Mauerbrecher behalten. 10 bräuchte ich noch, passt nicht mehr. So, und jetzt den Rest noch. Ja, ein bisschen was. Ja, sollte passen. Sollte passen. Ist okay. Loons, ja. Bist du der Echte? Nein, er ist nicht der Echte. Es handelt sich hierbei nicht um Fred. So. Ah, ich brauche ja noch die Spells. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ah. Oder hau ich nochmal einfach einen Angriff? Kommt, Leute. Ihr werdet es gleich sehen. Ich muss mir jetzt einfach nochmal kurz hier Elixier klar machen. Weil das wird sonst gar nichts. Also ohne die Spells bringt es nichts. Da ist die Gefahr einfach zu groß. Ja, komm, hier, bau dir nochmal ein paar. Gönn dir. Ne, so viel nicht. Gönn dir nicht zu viel. So, zack. Und danach, wenn ich die Zeit nicht mehr habe, passt. So. Doch. Sorry, ich bin gerade so ein bisschen durcheinander. Da, ja, passt. Logisch. So, dann kann ich die nämlich schon vorbauen. Und dann passt das. So, hier. Lass die Zeit ein bisschen schneller vergehen. Mal gucken, ob wir hier noch ein geiles Gameplay haben. Ah, okay, gut zu wissen. Also, das ist die Art, wie Lotzi da rangehen möchte. Nee, ist komplett... Also, was heißt komplett falsch? Nein, komplett falsch nicht. Es ist geklärt, aber du brauchst vorher... Also, ich sage es jetzt mal direkt zu Lotzi. Du brauchst vorher... Also, ich mache so, ich gucke, wo die Queen hingeht und in dem Bereich clear ich. Weil da spare ich mir jede Menge Troops. Du kannst jetzt nicht mehr reagieren. Und du siehst gerade selber, dass du es verkackt hast. Du hast es verkackt, weil wenn du Pech hast, gehen noch die Sachen drauf, die Sachen gehen noch drauf. Und dann sagt sie sich, ah, ich krieg das nicht. Da ist eine Mauer dazwischen, ich habe keinen Bock mehr. Zack, und dann rennt sie außen rum. Würde ich jetzt tippen. Weil, ich meine, hier, okay, die Lager auch noch. Aber sobald die anderen weg sind, hat sie nichts mehr, was sie interessiert. Nee, das ist, du musst dir mehr aufheben. Ja, ja, klar. Und dann, ja, da und dann da und dann da, zack, zack, draußen ist sie. Nee, die findet den Weg auch schnell wieder nach draußen, auf jeden Fall. Weil sie hier nichts hat, sie hat nichts in direkter Nachbarschaft, was sie halt killen kann. Und dann wird ihr langweilig. Und... Weißt du, die Mädels musst du bei Laune halten. Und das machst du hier nicht. Also zu früh alles gedroppt. Queen droppen, Heiler droppen. Dann gucken, wo geht sie hin? In den und den Bereich, also ich sag jetzt mal, links soll sie nicht hin. Okay, da ein paar Troops hingeballert. Okay, kann nicht mehr dahin laufen. Mauerbrecher und dann in die entgegengesetzte Richtung, falls sie dahin geht, auch nochmal ein paar Dinger setzen. Und dann ist das ganz easy. Aber wie gesagt, ihr seht das hier. So ein Ding zieht man 3-4 Mal ab, merkt, scheiße, ich kann die Taktik nicht, ist eine Scheiß-Taktik. So, klar, weil ich habe ohne Ende rausgeballert. Für die Heiler Level 3,
gucken wir kurz, aber es müssten ja was für sich. Hier, Heiler Level 3, sind wir bei 8000. Ja, 80.000. Nicht so lustig. Richtig? Die anderen sind dann bei 10.000. Ja, genau. Richtig. 80.000 einfach mal weg. Schade. Und von daher, yeah, der Wuwu hat gespendet, finde ich cool. Aber wie gesagt, so ist es halt. Einfach dranbleiben, das einfach noch mehr perfektionieren und dann ist es gar kein Thema. Alter Verwalter. Das ist halt wirklich so ein easy Ding. Jetzt mal ganz ehrlich, also wenn du hier deine Spells halbwegs ordentlich droppst und halbwegs mit Loons angreifen kannst, dann ist das echt eine super Nummer. Dann ist das einfach eine Wundertüte. Weil er einfach mal in dem Bereich sogar noch Rathaus draußen, klar, weil er sich sagt, gut, okay, komm, so kassiere ich wenigstens nur einen Star. Würde ich jetzt mal so tippen, dass das so seine Strategie ist, klar. Werden auch viele machen, muss ich ganz ehrlich sagen, klar. Viele gibt es noch in dem Bereich, wo man dann sagt, gut, okay, komm, ich bartsche mir das weg, beziehungsweise ich arche mir das weg. Und dann mag sowas auch die einzige Möglichkeit sein, ganz klar. Und ja, wenn der natürlich noch ordentlich Loot hat, warum soll man den dann als Mobile Fanboy, nicht der richtige Mobile Fanboy, sage ich nochmal kurz, warum soll man das denn nicht mitnehmen? Klar. Einwandfrei. Und dann 41 Pokis? Nett genascht. Auf jeden Fall. Richtig geile Nummer. So, sind wir jetzt auch mal langsam zum Naschen? Ja, kommt, Leute, egal. Wir sind zum Naschen. Nee, stopp. Kampf beenden. Ah, doch, ich habe ja noch nicht die Ressourcen. Ich habe nichts gesagt. War der andere jetzt gerade ein guter Gegner? Bitte nicht, schreibt mir nicht, bitte nicht rein, dass das ein guter Gegner war, den ich jetzt einfach weggedrückt habe. Das wäre richtig. Naja, man muss ja auch überlegen. Jetzt mit den Bogies. Ja, kommt, Leute. Was kostet die Welt? Wir nehmen die Hälfte. Und hier haben wir. Noch die Queen. Weil ich halt hier und da ein bisschen hoch will. Nicht wer weiß wie, aber so im Goldbereich sollte ich mich schon ein bisschen aufhalten. Snacken wir die hier noch weg. Zack, zack. Gibt wieder ein bisschen was Bonus. 3K. Oh, und dann bei so einer Base. Ich habe aber nur zwei Heiler. Aber ich kann das. Eigentlich kann ich das Beste draus machen. Und sagen, ich bartsche. Und wenn ich dann noch halbwegs gut rankomme, könnte ich gucken, dass ich da noch irgendwie was klären kann. Aber ich will erst mal wissen, wie voll die Bohrer sind. Sie sind nicht komplett voll, das sehe ich. Aber ich denke mal so, 400 könnten es sein, oder? Ja, 300. Okay, also das lohnt sich halt nicht wirklich. Dann natürlich noch mal hier ein paar dahin. Und dann würde ich einfach sagen, komplett Attacke mit den. Ach, kommt hier. Zack. Ja, gut. Einwandfrei. Ah, es passiert mir immer wieder. Es erkennt es nicht. Finde ich total kacke, aber so ist es halt. Und jetzt hier. Ich probiere einfach. Ich probiere, ob ich regeln kann. Ich muss halt einfach wirklich Abwechslung bzw. Ablenkung schaffen, dass die Queen nicht hauptsächlich angegriffen wird. So, gucken wir mal, was wir hier. Ah, das wäre zu geil, wenn die das managen könnten. Und dann noch auf eine Mauer gehen würden. Das wäre ziemlich geil. Ah, nee, das wird nicht reichen, weil der Drang der Queen, das hier klar zu machen. Okay. Ich bin dabei, ich bin dabei. Rage, Rage. Alter, war eng. Ja, okay. Hey, Leute, immer. Ah, was ist mit meinem Mikro?
Oh, sagt mir das doch. Oh, mein Mikro hängt mir schon am Penis und ich merke das gar nicht. Ich quatsch und quatsch und quatsch. Und das sorry. Das ist derber Fail. Ich hoffe, ihr konntet mich halbwegs trotzdem verstehen. Alter, was ist mit dem Mic los? Kleinen Moment. Mikrofon-Action. So, bitte. Bleib jetzt. So. Hoffe ich ja mal. Das ging ja gar nicht, Alter. Wo ist denn das Mikro auf einmal hingewesen? Ja, Sieg war nicht der Knüller, aber ist halt wirklich so, man sollte nur mit guten Truppen angreifen. Es zeigt es immer wieder, wirklich. Ich muss nochmal wirklich only archen. Und weil es halt sonst wirklich nichts bringt. Ich habe so wenig Alex. Ah, das kommt davon, weil ich mir halt wieder eine schöne Mauer gegönnt habe. Ich dachte dann auch, oh ja, wird schon passen. Aber das seht ihr im nächsten Video. Ich würde mal sagen, haut ihr rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.